Fressen. Oh, das leckt jetzt aber. Badam, badam. Aua! Aua! Okay. So, bei Dupes hast du halt die Sachen, die andere Leute gebaut haben, du benutzen kannst. Zum Beispiel, was ziemlich Linke cool Seite, ist. rechte Seite? Linke Seite, Dupes. Okay, Muss man sich so ein Moment. bisschen durchsuchen, was es so alles gibt. Was zum Beispiel ziemlich cool ist, ist dieses Teil hier. Dann kannst du halt Sachen spawnen, die irgendjemand anders gebaut hat. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Ah. dieses Auto gerade gehabt. Aber Natürlich gleich wie in die Luft spawn ich gesprengt. das denn? Du hast dann den, das, da kommt dann automatisch der Duplikat im Duplikator. Also gerade bei diesen. Bei den normalen Props musst du einfach nur draufklicken, dann spawnen die. Und bei den Dupes, also den Sachen, die andere Leute halt hochgeladen haben, die werden automatisch in den Duplikator reingepackt. Okay, und der Duplikator, ach so, ah, okay. So, guck mal, kann ich hier so mitfahren? Aber ich spawn ja gerade gar nichts, obwohl ich was ausgewählt habe. Ja, du musst halt drücken. Linke Maustaste. Mach ich doch. Ach so, du Kommt musst was nichts. auswählen und auf Deploy klicken. Ach so, Deploy, alles klar. Ah, Error. Ja, da gibt es nämlich einige Sachen drin, die halt, Muss ich erst laden. genau. Aber zum Beispiel dieses K hier, das gibt es halt so auch. Du kannst du sogar reingucken. Bin ich zum Beispiel in diesem Autochen Cool, und ist ja eine Kamera oder so. Genau. Und das kann halt auch explodieren. Okay, wie komme ich Das jetzt ist ganz hier rein cool. zum Beispiel? Guck mal in der Beschreibung, steht meistens, wenn man irgendwas benutzen kann, wie man das, welche Taste man drücken muss, um das zu aktivieren, zu benutzen, irgendwas. Okay. Bei dem, keine Ahnung, welches Steht Ding nur da, ist wie ich es? mich da drin bewege, denn. Ach so, wie Drück mal. ich es bewege. Aha. Sieht aus wie ein Transformer, ey. Da Ja, kannst du auch sehen, die jetzt. haben hier Düsen dran. Ja, Sag mal, fliegt meine, liegt, steht meine Rektor oder fliegt die rum? Oder steht die so komisch? du liegst auf dem Boden. Okay, dann liegt's nur an mir. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Rektor-Fehler kommt. Boah, ich baue jetzt was. Okay, dann versuche ich das mal mitzumachen. Kannst ja die beiden Sachen rückgängig machen. Das stimmt, Dann genau. haben wir keine Lecks, falls wir Ja. irgendwelche riesengroßen Sachen bauen oder so. Ah, okay, verstanden. Zum Beispiel, spawn noch mal auch 4 Kisten. 4 Kisten, ein Moment. Ja, gut, dass du mich so eingliederst. Warte kurz. Machen wir es. Ganz. Also jetzt so ganz simple Sachen. Ich kenne mich auch nicht aus mit. So, wo waren gleich die Okay. Kisten? Spawn ist Props. Der ganz linke Reiter. Props. Und dann welches Props? Building. Einfach runterscrollen, hast du dann unten rechts, oder nicht unten rechts, in der Mitte rechts, dann die Kisten. Ja, kannst du auch irgendwas anderes bauen, aber Kisten eignen sich ganz gut, weil sie halt 6 Flächen haben. Sich gut aneinander basteln lassen, so. Damit man das Prinzip versteht von diesen Achsen und Speisen und so. Okay. Du kannst auch, wenn du keinen Bock hast, das Nein. suchen, kannst du einfach den Duplikator auswählen. Rechtsklick auf meine Kiste, linksklick irgendwo anders, dann hast Und dupliziert. welches Tool in der Duplikator. rechten Duplikator. Duplikator? Aber wenn ich da jetzt was ausgewählt habe, Das macht nichts, das wird überschrieben. ja, aber das wurde es ja gerade nicht. Denn ich setze ja trotzdem die Spinne. Ja, dann mach mal Rechtsklick auf eine Kiste. Okay. Mit dem du.
Duplikator in der Hand. Und dann Mal. Copy to Clipboard. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube einfach Rechtsklick und dann einfach Linksklick irgendwo. Mach mal links, schieß mal links irgendwo hin. Nee. Sonst. Das ist so ewig hier. Du hast unter Werkzeuge hast du Duplikator ausgewählt, ne? Yep. So, geht ganz einfach. Rechtsklick auf mit dem Duplikator rechts auf. Wähl ihn noch mal, wähl ihn im Menü am besten noch mal aus. Es kann sein, dass du noch den anderen hattest. Den Duplikator ist ausgewählt, passiert nichts. Wähl mal eine andere Waffe. Irgendeine andere, einfach Mausrad. Yep. Nee, einfach mal kurz eine andere Waffe. Ach so. So, und jetzt geh noch mal auf Tools und dann wähl noch mal Duplikator aus. So, und jetzt rechts, nein, rechts auf eine Kiste schießt. Mit links reproduzierst du nur, mit rechts markierst du, was du reproduzieren willst. Genau, dann machen wir da vier Kisten hin. So, auch gut. Wenn du sie zu nah aneinander machst, dann hast du das hier, aber meistens gehen die ganz gut auseinander. So, die anderen Werkzeuge, also was zum Beispiel wichtig ist, keine Ahnung, hier. Verschweißen, Ja. ja. Da gibt es nochmal, gab es zwei Möglichkeiten zu verschweißen. Ah ja, genau. Rechtsklick, zum Beispiel, hast du da Dynamit draufgeklebt. Oder nicht, Es nee, geht das ist einfach bestimmt ab. aufgeklebt. Das liegt da nur drauf. Wenn du jetzt das Dynamit aktivierst, dann ist ja alles in die Luft. Das aktivierst du mal besser nicht, weil. Genau. Schmeißen wir das mal weg. Dann sind nämlich die ganzen Kisten wieder im Eimer hier. Ups. Drück mal X. Da wird mir nur mein Name angezeigt. Okay, wo hat man. Ich habe keine Ahnung, wo man Dynamit drauf hat. T vielleicht? Auch Los, ich nix. gucke einfach nach. Z So, ist wenn du. Undo. Okay. Was denn hier? Das macht immer alles kaputt. Also, So. verschweißen. Verschweißen. So, wenn du jetzt rechtsklickst, du ziehst jetzt hier genau auf die Mitte von der Kiste, ja? Ja. Also genau in der Mitte. Rechtsklick drauf. Dann kannst du die Kiste irgendwo anders zum Beispiel draufsetzen mit Linksklick. Aber brauche ich den Dann nochmal Duplikator, oder? Rechtsklick. Nee, nee, nee. Du musst den das Schweißgerät auswählen. Schweißen war. Weld. Genau, Moment. So. Jetzt schweißt du nicht mit links einfach irgendwelche Sachen zusammen, sondern genau so. Du kannst das drehen und nochmal bestätigen, wenn du es richtig hast. Ah, okay, ich drehe es mit der Maus. Musst nur aufpassen, dass du es nicht halt irgendwelchen anderen Sachen. Wenn du es am Boden festschweißt, ist es am Boden festgeschweißt. Yep. Halt, genau. Das Ding, das hier, das ist voll rum. Das fliegt dann aber nicht mehr gut. Nee, So nicht kann man zum unbedingt. Beispiel Sachen miteinander verschmeißen. Man kann auch Sachen zum Beispiel an der Achse, also eine Achse machen. Ich weiß nicht, wie ging das nochmal? Das haben wir gar nicht ausprobiert. Das zum Beispiel. Ein Monstrum geschaffen. Geh mal lieber weg. Okay, wo bist du denn? Versteckt.
bin runtergefallen. Damit du mir nicht meine Sachen immer kaputt machst. Ich will doch mit dir bauen. Ich habe 4 Kisten zusammengebaut. So. Was zum Beispiel ganz hilfreich ist für Sachen, in die man sich reinsetzen soll, alles, was sich irgendwie bewegt, ist ein Sitz. Okay. Auch bei Props. Es gibt bestimmte Sachen, auf die man sich raufsetzen kann. Nicht jeder Stuhl. Man kann sich nicht auf jeden Stuhl raufsetzen, sondern es gibt, ich glaube, es gab sogar irgendwo eine Kategorie Sitze. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah ja, unter Fahrzeuge kannst du Sitze spawnen. So, die kannst du natürlich auch anschweißen. Und auf die Sitze kannst du dich, wenn du E drückst, nämlich raufsetzen dann tatsächlich. Cool. Wie halt bei Half-Life in das Auto da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Animation aussieht, aber... So. Ich hol's mal, bring's mal mit runter. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Oh, ich auch. Vielleicht sollte ich was nehmen, was nicht kaputt geht. Aber das Lustige ist, bei Sachen, die kaputt gehen, muss man wenigstens ein bisschen aufpassen. Fuck. Und wenn du Schweißen nur die, mit der linken Maustaste benutzt, dann kannst du einfach Objekte so aneinander verschweißen, egal ob sie jetzt nebeneinander stehen oder nicht. Also ich kann zum Beispiel meine Kisten könnte ich mit deinen Kisten verschweißen, dann ist quasi wie so ein unsichtbares Band irgendwas dazwischen. Okay. Kann man auch Sachen ein bisschen stabiler machen, indem man so ein paar Angelpunkte macht. Aha. Naja. What? So, jetzt nochmal einen Sitz. Zum Beispiel... Power. Warte, ich muss rausfinden, wie man Sachen rotiert. Mit dem Mausrad, mit der Maus meine ich. Ja? X- und Y-Achse bei mir zumindest. Ich meine, wenn man nicht verschweißt, sondern wenn man die Sachen so. Mit der Physics-Kanne in der Hand hält. Guck mal, hier Dann... 4 zum Beispiel. Setz dich mal darauf. Mit E. Ja, genau. Jetzt hast du jetzt hier quasi ein Fahrzeug. Also, hast du nicht, weil es ist noch nichts dran. Aber an sich kannst du so halt ein Fahrzeug bauen mit einem Sitz und irgendwas. Okay. Dann schaue ich mal, was ich bauen kann noch. Es gibt halt verschiedene Sachen. Du kannst Düsen ranbauen, du kannst eben diese Schwerkraftbälle ranbauen oder Ballons einfach ranmachen. Ballons sind eigentlich das Lustigste, finde ich. Wo sind sie? Die sind nämlich bei den Tools. Ballon-Tool. Ja. Warte mal, wenn ich einfach etwas auswählen möchte und das platzieren möchte, welches Tool nehme ich dann? Wenn du was aus der Spawn-Liste spawnen willst, guckst Ja. du einfach dann, wo du spawnen willst und dann drückst du einmal in der Spawn-Liste drauf. Okay. Da ist jetzt aber nichts gekommen. Ach so, jetzt. Okay. So. Mein Ding hier schwebt schon fast. Meins auch? Kann sein, dass du dich darauf setzen kannst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich probier's mal aus. Das sitzt erstmal noch recht schief. Ich kann mich nicht wirklich draufsetzen.
Ach so, ich bin ja doof. Oh, ich hab, glaube ich, mein. Mein Sessel ein bisschen weit hochgeschmissen. Nein! Warum spiele ich das mit dir? Machen wir mal eine Runde Deathmatch daraus. Ja. Sind die Nihilisten. Spawn nur, spawn nur, spawn nur. Ich krieg dich. Ich weiß nicht, wo du spawnst. Ich muss erst mal schauen, was ich jetzt baue. Brauchst gar nichts, ich mach das alles kaputt. Alles klar, ich hab's verstanden. Ah, ja, der Crossbow. So. Weiß ich gar nicht, ist das hier ein Error für dich? Ja. Okay. Dann geht wohl nur das hier. Ah. Na, kann sich der einer nicht so gut bewegen? Das ist quasi wie Spider-Man. Mal sehen, ob ich was dagegen tun kann. Bist du schon ausgestiegen? Bin tot. Oh. Ich baue jetzt was, was du definitiv nicht kaputt kriegst. Was nicht mehr du kaputt kriegst. Du musst. Ich hau dich mit dieser Waschmaschine weg. Ah, so. Asuka? Bau selber was. Ich weiß ja nicht, was du machst. Hast du so wie festgeschweißt oder hast du nicht? Okay, ich schau mal, was ich bauen kann. So. Ich baue einen menschlichen Tausendfüßler. Naja.